So, schönen guten Tag. Heute mal wieder mit einer kleinen Mod-Vorstellung und mit mir hier ist der Rakan. Hi. Moin, moin. Rakan ist gerade schwer beschäftigt. Der tut unsere Felder drillen, während ich hier mich mit unserer Technik befasse. Dabei kann er eigentlich meine Mithilfe YouTube brauchen, gelle. Eigentlich schon. Geht dann auch gleich los. Mal schauen, ob wir danach direkt noch mal eine normale Let's Play-Folge aufnehmen. Aber wir wollen uns jetzt erstmal mit diesem schönen Teil hier befassen, dem Weidemann 916 Hoftrack. Die Firma Weidemann gegründet 1960 in Dillmensee Flechtdorf, Hessen, musste ich jetzt mal ablesen. Von den Gebrüdern Weidemann, die hatten ein landwirtschaftliches Unternehmen und haben die Weidemann Maschinenfabrik KG als zweites Standbein gegründet und haben am Anfang nichts weiter hergestellt als eben diesen Hoftrag. Angefangen haben sie mit einem Dreirad-Gerät, also der war so ähnlich aufgebaut wie ein kleinerer Gabelstapler, wie die schon mal gesehen hat. Vorne die Antriebsräder und hinten ein einzelnes Rad zum Lenken. Und wir haben hier die 900er-Serie. Das war schon ein paar Generationen weiter. Ist ja allerdings jetzt auch nicht das neueste Gerät. Meines Wissens, glaube ich, sind sie jetzt beim Tausender. Der hat dann schon ein Dach und einen Schutz, dass einem nichts auf den Kopf fällt. Die Firma Weidemann ist inzwischen Teil eines anderen Unternehmens geworden. Und produziert allerdings immer noch unter dem Namen in Rot hauptsächlich für Landwirtschaft und Forstwirtschaft und in anderen Farben, in Gelb für das Baugewerbe. Und neben dem Hoftrack sind es inzwischen auch größere Radlader und Teleskoplader, hat man vielleicht schon mal gesehen. Und ja, wir wollen uns dieses Gerät mal anschauen. Ist ein echt schöner kleiner Mod, muss ich sagen. Die Textur hier fällt mir ganz hervorragend. Schöner Used Look, ist halt ein älteres Gerät. Ich habe jetzt hier schon das Licht eingeschaltet. Kleines Manko ist, ich glaube, der Bursche wird nicht schmutzig. Ist jetzt nicht unbedingt so ein Problem, da die Textur eben doch ganz deutlich zeigt, dass es sich dabei um ein gebrauchtes Gerät handelt und die Textur auch wirklich gut gelungen ist. Das Einzige, was ein bisschen seltsam ist, selbst wenn man durch den größten Dreck fährt, dann werden nicht mal die Reifen schmutzig. Das wäre jetzt so das Einzige, wo ich sagen würde, das ist ein kleines Manko. Ansonsten ist er echt schön detailliert. Wir haben hier an der Seite Handbremse, die einzelnen Hydraulikhebel, hier vorne das kleine Armaturenbrettchen. Den gibt es mit verschiedenen Anbaugeräten. Wir haben jetzt hier den Löffel dran. Rakan hat heute, was war das, eine Gabel noch dazu gekauft? Richtig, die Ballengabel. Die Ballengabel und ich glaube, da war noch so eine Art Mist, so ein Mistgreifer dabei, oder? Silagezange. Silagezange, genau. Kann man schön auswechseln, macht man ganz klassisch. Ich kann das hier mal machen, wie man das von einem Telelader kennt. Puppt ihr das ab und zack, ist es wieder dran. Ist ja etwas, um eben zum Beispiel den Stall auszumisten, um die Tiere sauber zu halten, also hier in dem Fall das Futter wieder zurückzuwerfen oder eben mit der Ballengabel eben auch die Tiere zu füttern. Wir setzen den am Schafstall hauptsächlich ein, weil wir hier am Haupthof die Frontlader haben, gleich mehrere davon. Aber er ist halt sehr, sehr schön klein, er ist schön wendig und hat mit 2000 Liter Fassungsvermögen vorne im Löffel doch ein Fassungsvermögen, was groß genug ist, um auch die Tiere damit zu füttern, unter Umständen auch aus dem Hofsilo Silage rauszunehmen und damit die Futtermischstation, die kleine zumindest, zu beladen und das entsprechende das fangen wir nochmal vorne an, das entsprechende Mischfutter auch rauszunehmen und dann den Tieren zukommen zu lassen. Was mal aufsetzen auf den Burschen. Machen wir den mal an. Hat einen schönen Sound. Einen eigenen kleinen Sound. Man hört den kleinen Diesel tuckern. Ist ein Knicklenker. Kann man schön sehen. Ist nicht jedermanns Sache. Mit dazu gibt es übrigens diesen Anhänger dort. Da kann man das Gerät drauf fahren. Ist dann arretiert, sobald man die Klappe hochgemacht hat und kann es dann mit einem Schlepper hinfahren, wohin man möchte, da er selber natürlich nicht sonderlich schnell ist. Ich weiß ja nicht, wie schnell der fährt. Ich glaube, so um die
20 km/h. Wir fahren jetzt einfach mal ein Stück vorwärts. ...23, bergab 24, ja, das ist so das Maximale, was der so bringt. Aber wie gesagt, der muss auch kein Rennen gewinnen, sondern der ist halt dafür gedacht, als kleines, handliches Gerät, als kleines Helferlein auf dem Hof tätig zu werden. Er funktioniert ansonsten wie ein stinknormaler Teleskoplader bzw. Radlader, ist ja im Grunde ein kleiner Radlader. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Futter. Und man kann sehen, man muss nur dran fahren, zack, und schon haben wir es drin, 31 Liter. Und dann kann man das Ganze einfach wieder über den Futtertrog. Und das sah jetzt lustig aus, und auskippen, zack, genau. Genauso kann man dann entsprechend ausmisten, zumindest wenn man auf der entsprechenden Map ist wie dieser hier. Das heißt, man fährt dann eben rein und Löffel runter und durch den Kuhstall durch, und schon hat man den Mist vorne drin. Und ja, das ist so die Hauptaufgabe. Ist jetzt nicht unbedingt ein Gerät, was universal einsetzbar ist. Da kann man nichts anhängen, da kann man jetzt auch nicht wirklich größere Mengen großartig damit transportieren. Aber das ist einfach ein sehr gelungener, kleiner Mod, der mir ganz hervorragend gefällt. Und ich kann den wirklich jedem nur ans Herz legen. Gerade am Anfang, gerade wenn man vielleicht einen eher kleineren Hof hat oder einfach wenn man das Gerät mag. Man sieht hinten schön die Auspuffgase, gefällt mir auch gut. Die reagieren auch darauf, wenn man Gas gibt, ja, dann kommt ein bisschen mehr raus, dann ruht da hinten ein bisschen, genau. Wenn man bremst, dann ist es kaum noch zu sehen. Hat Licht vorne und hinten, kann man sehen, mehr hat er nicht. Also er hat keinen Blinker, er hat keine Zulassung, also auf der Straße dürfte man den Burschen nicht fahren. Und ja, ein rundrum schönes Gerät. Wie ihr habt, werde ich den Download-Link in der Videobeschreibung unter dem Video eintragen. Und jeder, der mag, kann sich das Gerät selber anschauen. Ich kann es nur empfehlen, oder? Den kann man nur empfehlen. Und zu der Zulassung kann man sagen, die Dinger werden echt nur auf dem Hof zum Ausmisten oder solche Dinge, wie du gerade gesagt hast, halt eingesetzt. Und für die Straße gibt es ja den kleinen Anhänger. Genau, und der hat, glaube ich, kann ich jetzt leider nicht sehen, aber der hat so ein Kennzeichen. Ja, also genau, Rakan mag das. Wenn ich das jetzt hochklappen würde, ich habe jetzt keinen Schlepper dran, der hat tatsächlich ein Kennzeichen. Auch der Anhänger ist toll gemacht, ja. Blumenröhr, das ist der Hersteller des Anhängers, das sieht echt nett aus. Hier vorne hat man die Hemmschuhe, ja. Die Kurbel bewegt sich wirklich, wenn man den abkuppelt, dann kurbelt das Standbein runter. Ja, feine Sache. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss mit der Mondvorstellung und wir sehen uns gleich wieder, wie wir ein bisschen noch auf den Hof ackern. Bye, bye. Tschüss.